Moin Leute, da bin ich wieder mit dem zweiten Teil meines Tagebuchs über das Ego Reef. Ja, was soll ich sagen? Es sieht eigentlich ganz gut aus momentan. Die Tsuyano-Kur ist weitgehend erfolgreich. Ich habe am vorderen Ende, da wo die Kamera gerade steht, vielleicht könnt ihr es auch sehen, so noch ein paar Tsuyanos. Ist aber nicht mehr wirklich der Rede wert. Die Korallen haben sich weitestgehend erholt von dem Cyanobelag. Man sieht es gut an den Akanthas drehen zum Beispiel, die stehen wieder richtig gut. Einige, leider war meine blaue nicht mehr zu retten, beziehungsweise da war noch, es könnte noch ein kleiner Polyp drauf sein, deswegen ist sie momentan noch drin. Könnte aber auch sein, dass sie das nicht schafft, wird die Zeit zeigen. Ja, die Akroporen und alle anderen Korallen haben sich weitestgehend, wie gesagt, erholt vom Cyanobelag. Einige Krusten zicken noch ein bisschen, besonders die Blue Hornet links im Vordergrund zickt noch ein bisschen. Dagegen die Sunny Delight und die, der Name mir gerade nicht einfällt, die haben sich schon wieder gut erholt. Im Vordergrund könnt ihr vielleicht gerade meine beiden Halsbandanemonenfische sehen, die haben sich relativ gut eingelebt. Die interessieren sich aber bis jetzt auch null für die Anemone, für die Teppichanemone. Ich hoffe, das gibt sich noch, bin mir allerdings nicht sicher. Vielleicht kommen sie ja noch auf den Trichter, dass, oder es ist wie gesagt einfach, dass, noch, dass sie zu jung sind. Das wird sich zeigen. Das kann ich momentan noch nicht sagen. Wasserwerte. Wasserwerte sind soweit ganz gut. Das Wasser ist auch ziemlich klar momentan. Ich habe gestern zuletzt Scheiben geputzt. Phosphat liegen wir so bei 0,03. Nitrat bei 0,5. KH war mir ein bisschen abgesackt. Was auf einen gestiegenen Verbrauch hindeutet, der war bei 6,1, habe ich jetzt natürlich wieder zudosiert. Temperatur 25, ich finde das also richtig gut. Offensichtlich hat das mit dem Technikbecken im Keller zu tun, dass die Temperatur nicht weiter ansteigt, also ich finde das richtig geil. Ich spare mir also so momentan den Lüfter und wir haben draußen, ich habe vor uns geguckt, irgendwie 34 Grad, in der Sonne wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, was soll ich so großartig sagen? Es läuft soweit, ich habe wieder ein paar kleine Akroporenableger geholt von Bekannten von mir. Die machen sich soweit ganz gut. Wir schauen mal, was da wirklich bei rauskommt. Fischen geht soweit ganz gut. Mein Skopas ist leider gestorben. Ich vermute, der hatte Würmer. Ich habe das Mittel leider nicht rechtzeitig ranbekommen und eines Tages lag er tot vorgestern. Was heißt eines Tages? Vorgestern lag er dann tot im Becken. Leider. Der hat zwar gefressen, hat aber nicht zugenommen. Deswegen vermute ich, dass er irgendwie einen Parasiten hatte. Ich habe da leider zu spät reagiert. Ich dachte, okay, der frisst momentan nicht wirklich. Aber ja, schade. Vielleicht lag es auch im Alter. Ich habe ihn schon eine ganze Weile. Der hat schon den dritten Beckenumzug jetzt mitgemacht. Kann auch sein, dass es das ist. Ich weiß es nicht. Den gibt es auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Ich habe gestern eine neue Bestellung gemacht. Also morgen sollten zwei gelbe Korallen, zwei gelbe Grundeln kommen. Zitronenwächtergrundel, jetzt habe ich es, meine Güte. Und ein paar grabende Seesterne, um den Sand, der doch relativ kompakt und verklebt ist, sage ich jetzt mal, wieder ein wenig aufzulockern. Wir schauen mal. Also ich bin mir da jetzt
noch nicht so sicher, ob das was bringt oder ob ich noch mehr dazu einsetzen muss. Ja, das sind erstmal drei Seesterne und die zwei Gondeln und wir gucken mal, ob das was bringt. UV fahre ich momentan nicht mehr. Habe ich abgeschalten. Ich fahre jetzt momentan nur noch mit Phosphatabsorber und Ozon. Abschäumer läuft momentan auf, was sind das, was das 90% sein. Ich gucke gerade, dass ich den noch ein bisschen drossel, um das Nitrat noch ein bisschen höher zu kriegen. Vielleicht so auf 2 bis 5, mal schauen. Aber ich kann momentan nicht erkennen, dass der jetzige Nitratgehalt zu wenig wäre. Wir gucken mal, ob das eine Langzeitwirkung hat. Aber ich hätte ihn trotzdem gerne bei 2 bis 5. Das wäre mir doch so lieber als alles andere. Ja, was soll ich sonst noch großartig sagen? Ich werde euch versuchen, im Anschluss mal ein paar Impressionen zu zeigen, wie das Becken momentan steht, wie die Korallen momentan stehen. Ja. Ansonsten gibt es gar nicht viel zu sagen. Ja, dann war's das für diesen Teil und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!